Willkommen zu einer neuen Folge Kyma Tutorials. Heute zeige ich euch, wie diese Quallen funktionieren. Die Idee ist von Silvia, vielen Dank dafür und ich mache für euch dazu eine Anleitung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Los geht's! So, für unsere Qualle brauchen wir eine Körperfarbe und eine Augenfarbe. Ihr braucht Watte zum Füllen, eine Häkelnadel, gegebenenfalls einen Marker, eine Nadel zum Annähen der Augen und natürlich nicht zu vergessen die Augen für unsere Qualle. Wir beginnen mit einem Fadenring mit insgesamt 6 Maschen. Dort setze ich jetzt schon meine Perle rein, wenn ich das festziehe. Und jetzt verdoppel ich das Ganze auf 12 Maschen. So, da haben wir 3 und 4. So, jetzt steche ich in die erste Masche wieder ein und dort mache ich noch eine feste Masche durch. So. Und fertig ist ein Auge von eurer Qualle. Diesen Schritt wiederholt ihr natürlich jetzt nochmal für 2 Augen. Das mache ich jetzt schnell. Ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Habt ihr eure Augen fertig, lasst ihr am besten, bevor ihr das Ganze kürzt, ein Stück länger, das Ganze dann auch schön annähen könnt. Also ein Stück länger lassen. Jetzt geht es aber weiter mit dem Körper. So, meine Qualle wird diesmal rot und ich mache wieder einen Fadenring mit 6 Maschen. Habt ihr das gemacht, verdoppeln wir das Ganze jetzt auf insgesamt 12 Maschen. Heißt, jede Masche verdoppeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 12. So, jetzt setze ich meinen Marker, damit ich immer weiß, in welcher Runde ich bin. Also jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche, das heißt 1, jetzt kommt die zweite, da kommen wieder 2 Maschen rein, 1 und nochmal in dieselbe Masche, 2. Und weiter. Jetzt kommt wieder die erste Masche, da kommt nur eine Masche rein. Jetzt kommt die zweite Masche, da kommen wieder 2 rein. Eins und wieder 2. Eins und wieder 2.
So, wir haben jetzt jedes zweite verdoppelt. Jetzt verdoppeln wir jedes dritte. Und zwar 1, 2. Und jetzt kommt die dritte Masche. Da machen wir zwei Maschen rein. Und nochmal dieselbe Masche und noch eine Masche rein. Und weiter. 1, 2. Und jetzt kommt wieder die dritte Masche. Und da kommen wieder zwei rein. So, nach der dritten kommt jetzt jede vierte. Das heißt 1, 2, 3 und jetzt kommt die vierte Masche. Und da machen wir wieder zwei Maschen rein. Und das machen wir jetzt auch wieder eine ganze Runde. 1, 2, 3 und die vierte. Und nochmal in die vierte rein. So, nach jeder vierten kommt jetzt jede fünfte. Eins, zwei, 3, 4 und jetzt kommt Nummer 5. Und in die fünfte Masche machen wir wieder 2 Maschen. Und wieder von vorne. 1, 2, 3, 4 und 5. So, nach der fünften kommt jetzt jede sechste. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt in die sechste zwei Maschen. So. Und das wieder Reihe rum. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal und zwar vergrößern wir jetzt in der siebten Masche. Das heißt, eins haben wir, die erste haben wir jetzt, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und in die siebte kommen wieder zwei Maschen. Das machen wir natürlich jetzt wieder Reihe rum.
So, habt ihr das gemacht, haben wir jetzt die Grundfläche von unserer Qualle. Jetzt machen wir 8 Runden Masche in Masche. Das heißt, ihr macht jetzt nichts vergrößern oder ähnliches, sondern ihr macht echt nur Masche in Masche. Das heißt, immer nur jede Masche einmal rein und eine komplette Runde. Dann habt ihr Runde 1 geschafft und das macht ihr insgesamt 8 Mal. Das ist jetzt Runde 1 von 8. Und ich denke nicht, dass ich euch das zeigen muss, Masche in Masche. Und dann sehen wir uns nach diesen 8 Runden wieder. Also bis gleich. Das Ganze jetzt aus nach insgesamt 8 Runden. Und jetzt fangen wir auch an, das Ganze wieder zu verkleinern. Wir fangen als erstes an, ich habe meinen Marker wieder hier oben gesetzt, wir fangen als erstes an, jede 8. und 9. Runde zu verkleinern. Das heißt, wir fangen jetzt an und zählen erstmal bis zur 8. Masche. 2. 3. 4. 5. 6, 7, so und jetzt verkleinern wir in der 8. und 9. Wir gehen in die 8. rein, holen uns den Faden durch und stechen jetzt in die 9., holen auch wieder den Faden durch und verschließen das Ganze. Jetzt haben wir eine Masche abgenommen. Jetzt fangen wir wieder von vorne an und zählen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ups. 2. Jetzt verkleinern wir wieder, gehen in die 8. rein, holen uns die Schnur durch, gehen in die nächste Masche, in die 9., holen uns die Schnur durch und verkleinern das Ganze. Jetzt zählen wir wieder ab. In der nächsten Runde verkleinern wir jede 7. und 8. Masche. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Ich zeige es euch jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt stechen wir in die 7. Zack, und in die 8. und verkleinern das. Und das machen wir jetzt wieder eine komplette Runde, bis wir wieder am Marker angekommen sind. Und nun verkleinern wir noch einmal, und zwar jede 6. und 7. Masche. Ich zeige euch wieder das erste Mal. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt kommt 6. und 7. Einstechen, 6., zack, einstechen, 7. und zusammenführen. Und so machen wir das wieder eine komplette Runde bis zum Marker. So, jetzt wollen wir natürlich dann unseren Kranz hier hin machen und dazu müssen wir jetzt einfach
Maschen in die inneren Maschen machen. Also wir gehen jetzt nicht komplett durch beide Maschen durch und holen den Faden durch, sondern ihr geht einfach durch die innere, holt den Faden durch und macht eine Masche. Immer nur durch das eine, immer durch die innere eine Masche. Machen wir jetzt eine Runde lang. Und warum genau, das werdet ihr dann später sehen. So, wie ihr seht, habt ihr jetzt hier diesen Rand. Und diesen haben wir jetzt damit auch bezweckt zu machen. So, jetzt machen wir weiter mit der Abnahme. Und zwar machen wir jetzt jede fünfte und sechste Masche abnehmen. Ich zeige euch wieder, wie es funktioniert. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt abnehmen. Fünfte und sechste Masche. Und das machen wir wieder Reihe rum. Eins, zwei, drei, vier, fünfte und sechste Masche verkleinern. So, als nächstes nehmen wir jede vierte und fünfte Masche ab. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und so machen wir wieder Reihe rum. Bevor wir jetzt weiter verkleinern, bringen wir unsere Augen an und füllen das Ganze mit Watte. So, jetzt sieht das Ganze ungefähr so aus. Die Augen werden natürlich dann noch festgemacht. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal weiter verkleinern. Jetzt verkleinern wir jede dritte und vierte Masche. Das ist Nummer 1, 2, 3 und 4. Eins, zwei.
So, jetzt verkleinern wir jedes zweite und dritte und das machen wir eigentlich jetzt bis es komplett zu ist. Also 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. So, jetzt verkleinere ich einfach jede Masche, bis es komplett verschlossen ist. So, trenne den Faden einfach ab. So, und fertig ist erstmal die Grundform von unserer Qualle. So, jetzt nehmen wir erstmal die Augen fest, damit die ordentlich sitzen. Das mache ich mal schnell. Also Augen sind jetzt auch angebracht. So, jetzt müssen wir den Kranz machen. Hier seht ihr jetzt die Linie, die ich meinte. Ich sehe gerade, dass man die in der Kamera richtig gut erkennt. Diese Linie. Und dort machen wir jetzt unsere Maschen rein. Könnt jetzt natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Aber ich wollte mal eine einfarbige machen. Den Rand einzustechen. So ein Und jetzt fahre ich einfach den Rand entlang und mache dort einfach jetzt Masche für Masche einen Ring sozusagen drumherum. Fahre immer durch zwei Maschen durch und mache das jetzt einmal komplett im Kreis. Wenn das nur eine Masche ist, ist das auch nicht schlimm, wie ich es hier mache. Es geht nur darum, dass dieser Ring entsteht. Habt ihr diesen gemacht, seht ihr ja, habt ihr jetzt hier eure erste Runde. Und auf diese Runde machen wir jetzt noch eine zweite Runde. Und jetzt ist es ja eigentlich wie gewohnt. Ihr stecht jetzt einfach immer vorne durch die ersten zwei und fahrt jetzt einmal komplett eine Runde drum herum. So, jetzt haben wir zwei Reihen gemacht und ich mache jetzt nochmal zwei Reihen dran. Wir können natürlich bei der hier habe ich zwei Reihen nur gemacht. Hier. Und bei ihr mache ich jetzt insgesamt vier. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr Lust und Laune habt. Das ist jetzt meine dritte. Und das mache ich mal schnell fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die vierte beendet habe. So, die vierte Runde ist jetzt vorbei. Und jetzt will ich ja noch, dass es so ein bisschen schnörkelig wird. Der Rand. Das geht ganz einfach. Ihr stecht einfach in die erste Masche ein. Und in diese erste Masche macht ihr drei Stäbchen. Eins. Nochmal einstechen. Zwei. Und nochmal einstechen. 3. So, dann steche ich in die nächste Masche. Dort macht ihr eine feste Masche. Zack. Und dann geht ihr in die nächste Masche und dann macht ihr wieder 3 rein. 1. 2. Schön locker.
Und 3. Jetzt geht ihr wieder in die nächste und dort macht ihr eine feste. Und jetzt seht ihr, dass der Rand sich leicht wölbt. So, und das machen wir wieder eine komplette Runde. So, jetzt sind wir einmal rum. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt brauchen wir natürlich nur noch unsere Tentakeln. So, die Tentakeln gehen eigentlich ganz schnell und einfach. Ihr macht also als erstes 30 Luftmaschen. Können ruhig ein bisschen lockerer sein. So, jetzt haben wir eine Kette mit 30 Maschen und nun stecht ihr einfach in die erste Masche ein und macht dort einfach 4 Maschen rein. Masche 1, 2, 3 und 4. Zieht das ein bisschen nach unten. Jetzt sticht ihr einfach hier in die nächste Masche ein und macht genau dasselbe. 1, 2, 3 und 4. So, sticht in die nächste obere Masche ein. Und da macht ihr jetzt auch wieder 4 rein. 1, 2, 3 und 4. Und so macht ihr das jetzt bis oben hin. Immer dasselbe. Einstechen in die obere Masche und dort macht ihr 4 Maschen rein. 1, 2, 3 und 4. Ja, mehr brauche ich dazu jetzt nicht sagen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir oben angekommen sind. Wenn ihr ganz oben angekommen seid, dann sieht das hier so schön schnörkelig aus. Bisschen länger lassen, die Schnur abschneiden. So. So, und jetzt macht ihr das Ganze noch 5-mal. Denselben Schritt. Und dann habt ihr eure Tentakeln fertig. Diese werden jetzt ganz einfach außen angebracht, indem ihr einfach euren Faden durchzieht. Bis oben hin. Und ich befestige das einfach jetzt mit einem Knoten. Ihr könnt das natürlich auch jetzt annähen, richtig mit Nadel und Faden, aber ich finde das zu umständlich. Ein einfacher Knoten reicht hier vollkommen aus. Müsst ihr natürlich richtig oben, bis damit die Tentakel richtig schön oben sitzt. Meine erste habe ich einfach mit einfachen Knoten festgemacht. Ihr könnt ihn natürlich auch schön mit Nadel und Faden ordentlich annähen, das könnt ihr natürlich machen, wie ihr Lust und Laune habt. So, ich habe jetzt alle angebracht. Ich habe 4 außen und 2 innen gemacht. Natürlich hat eine Qualle vielleicht auch mehr oder weniger, aber ich finde das so vollkommen in Ordnung von der Größe her. So, ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Ich habe oben den Faden gelassen, dann könnt ihr die zur Not auch hinhängen. So. Ja, und jetzt viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Anleitung. Bis dahin, schaust du Kümer, bist du Hegler?